Ein gelbes Taxi schlängelt sich durch den Dschungel der Straßen New Yorks. Hinter dem Steuer sitzt der französische Schriftsteller und Regisseur Benoît Cohen auf der Suche nach neuen Ideen. Dabei herausgekommen ist sein Roman Yellow Cab. Eine Welt, mit der sich der französische Comiczeichner Christophe Chabouté sofort identifizieren konnte. Ich habe mich wiedererkannt in dem Ausgelaugtsein und nach 20 Jahren Arbeit keine Ideen mehr zu haben. Ich habe sogar darüber nachgedacht, den Beruf zu wechseln. Ich kenne diese Suche, die Zweifel, das sich selbst in Frage stellen. Das erlebe ich täglich beim Zeichnen. Vor dem Hintergrund eines in Schwarz-Weiß gehaltenen New Yorks geht es um den künstlerischen Schaffensprozess. Die Schönheit der in sich verschlungenen Stadt kommt so perfekt zur Geltung. New York ist eine Stadt, die man sehr gut zeichnen kann. Mir hat es großen Spaß gemacht, sie in Schwarz-Weiß darzustellen. Ich bin noch nie in New York gewesen und ich kenne die Stadt trotzdem sehr gut. Ich kann sie mir erträumen, weil jeder New York kennt. Mir ging es nicht darum, das Empire State Building zu zeichnen, sondern die Leute, die man auf der Straße sieht oder die ins Taxi einsteigen. Im Windschatten von Benoît Cohens Taxifahrten erzählt uns Christophe Chabouté vor allem die Geschichten der Kunden, die auf der Rückbank sitzen. Zu den Geschichten gehören auch die Momente, in denen nichts gesagt wird, in denen nichts passiert, außer dass die Leute ins Taxi ein- oder aussteigen. Und das sind Momente, in denen die Leser aktiv werden, in denen sie die Bilder selbst füllen können, sich einen Dialog ausdenken oder eine kleine Szene, wie es weitergehen könnte. Yellow Cab ist eine authentische Darstellung des Lebens als Taxifahrer in New York, voller Anspielungen auf Kinofilme und mit atemberaubenden Zeichnungen von der Stadt, die niemals schläft.